Also ich bin immer skeptisch bei so großen Worten wie Doppelwumms und historisch. Es ist jedenfalls ein Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik dieser Bundesregierung, was mich besonders freut. Aber ich teile die Auffassung, dass es erst die ersten Schritte sind. Wir müssen noch deutlich mehr tun, um die Anzahl derjenigen, die nach Deutschland wollen, zu begrenzen. Zum Beispiel mit Asylverfahren außerhalb der EU? Ja, Asylverfahren außerhalb der EU ist kein Problem, aber wir können auch schon heute einfach gesetzlich in Drittstaaten abschieben, die aufnahmebereit sind. Und ich würde empfehlen, dass die Bundesregierung nicht nur mit Herkunftsländern redet, sondern mit afrikanischen Ländern beispielsweise, von denen wir wissen, sie wären gegen Zahlung eines kleinen Obolus bereit, Menschen aufzunehmen. Und das könnten wir heute schon tun. Denn es geht ja darum, diejenigen, die nach Deutschland wollen, obwohl sie wissen, dass sie hier keine Bleibeperspektive haben, davon abzuhalten, sich auf den Weg zu machen. Das geht nur, indem wir auch solche Maßnahmen ergreifen. Welche Länder wären das zum Beispiel, die gegen einen kleinen Obolus das machen? Ruanda beispielsweise wäre bereit und man kann auch mit anderen Ländern verhandeln. Wir müssen zunächst einmal den politischen Willen haben, aus Deutschland sowas zu tun. Und dann kann Joachim Stamp auch in afrikanische Länder reisen oder in andere Länder reisen auf der Welt und fragen, ob diese bereit wären, die Ausreisepflichtigen, die bei uns rechtskräftig nicht mehr in Deutschland bleiben können, aufzunehmen. Ruanda, das machen ja auch die Briten, die wollen das mit Ruanda machen, aber selbst die haben ja noch nicht damit begonnen, sind schon länger dran, sagen, es gibt immer noch rechtliche Bedenken. Also ist das wirklich so leicht? Ja, die Briten müssen die gesetzliche Grundlage schaffen. Das Gericht in Großbritannien hat nicht grundsätzlich entschieden, das geht nicht, sondern nur gesagt, ihr dürft das nicht ohne gesetzliche Grundlage machen, das wäre ja willkürlich. Wir könnten das in Deutschland heute schon tun, auf der Grundlage unseres Aufenthaltsrechts. Und wir müssen den politischen Willen nur entwickeln. Wir müssen auch, da bin ich fest davon überzeugt, nachdem wir dankenswerterweise jetzt den Pull-Faktor der Barzahlungen abschaffen werden, es gibt diese Kreditkartensysteme bereits, die das organisieren können. Wir müssen dazu beitragen, dass wir auch Viertel entflechten, dass wir Residenzpflichten wieder einführen. Wir können nicht wie in Frankreich Beaulieus entwickeln lassen, sondern wir müssen sagen, ein Viertel einer Stadt darf nicht mehr als 25% Migrantenanteil haben, damit keine Parallelgesellschaften entstehen. Das, was wir heute auf deutschen Straßen sehen, ist das Ergebnis von Parallelgesellschaften, die sich entwickelt haben, weil Menschen verständlicherweise sich zusammengefunden haben in bestimmten Vierteln. Gestern hat man sich darauf geeinigt, dass die Leistungen für abgelehnte Asylbewerber von 18 auf 36 Monate verlängert werden können. Also dass sie dann eben nicht mehr Geld bekommen. Es bleibt aber dabei, dass Deutschland natürlich im europäischen Vergleich trotzdem mehr bezahlt. Wie will man daran gehen, um da eine Gleichheit zu schaffen, damit diesen Pull-Faktor wegzunehmen? Ja, zunächst einmal können wir bei denjenigen, die ausreisepflichtig sind, sie nicht ins Bürgergeldsystem übernehmen, und zwar egal, ob nach 18 oder 36 Monaten, sondern wir können die Leistung darauf beschränken, das Minimum zu garantieren, also Schlafen, Essen, grundsonderliche Versorgung. Wir müssen keine weiteren Sozialleistungen ausloben und wir sollten uns die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts oder die mehreren Entscheidungen noch mal ganz genau ansehen, welche Möglichkeiten der Gesetzgeber hat, auch hier Leistungseinschränkungen vorzunehmen, denn es ist den Menschen ja nicht mehr zu vermitteln, dass wir Menschen in Deutschland haben, die eigentlich nicht hier hergehören, die eigentlich ausreisen müssen und die dann die gleichen Sozialleistungen empfangen wie deutsche Staatsbürger. Ein anderes Stichwort, Staatsbürgerschaftsreform. Da sagte Friedrich Merz, müsste gestoppt werden. Christian Dürr hat dem widersprochen. Sie sagen aber auch, so kann es jetzt nicht über die Bühne gehen, wie man das eigentlich schon im Kabinett beschlossen hat. Ja, also wir müssen das Staatsbürgerschaftsrecht reformieren, weil die Kriterien, die jetzt eingezogen werden sollen, wer antisemitische Parolen von sich gibt, kann nicht eingebürgert werden, dort nicht enthalten sind. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass rechtskräftig verurteilte Straftäter nicht eingebürgert werden können, und zwar auch bei Straftaten, die unterhalb eines Jahres Freiheitsstrafe liegen. Was wir nicht brauchen gegenwärtig, ist die Reduzierung der Wartezeit von 8 auf 5 Jahre oder auf 3 Jahre. Das ist ein völlig falsches Signal und noch einmal, es geht momentan um eine Mengenbegrenzung. Die Menschen in Deutschland haben das Gefühl, sie werden überlaufen, überrannt. Und dann ist das Signal, wir verkürzen die Wartedauer, um deutscher Staatsbürger zu werden, ist dieses Signal ein völlig falsches. Vor allen Dingen, wenn wir uns anschauen, dass wir eine Menge von Menschen in Deutschland haben, die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben, auf unseren Straßen demonstrieren, mitfahren, wir wollen ein Kalifat errichten in Deutschland. Das müssen wir auf jeden Fall für die Zukunft mengenmäßig verhindern. Aber korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt falsch liege. Ich habe den Eindruck, dass Christian Dürr oder auch Bishan Cesarei da anderer Meinung sind wie Sie. Sie sagen, ja, wir ändern das, aber Sie wollen weitergehen. Ja, also wir haben uns darüber lange unterhalten. Die Freien Demokraten sind der Auffassung, dass wir jedenfalls die Verkürzung der Wartefrist von 8 auf 5 Jahre in der gegenwärtigen Phase für untunlich halten. Und ich schlage vor, bevor wir uns so lange streiten, genau diese Vorgabe des Staatsbürgerschaftsrechts für 2, 3 Jahre zu dispensieren, bis wir wissen, wie die weitere Entwicklung verläuft.